Was haben Sie mit Thomas Gottschalk vor? Ich antworte auf alles, wenn ich kann. Ja, es ist bekannt, dass Thomas Gottschalk von Markus Schächter und mir ein Angebot bekommen hat für das Jahr 2012. Seine Zeit bei Wetten, das endet im Dezember. Und seine Zeit, die Aufträge, die er bei uns hat, Ende September, Ende Dezember, die Menschensendung und anderes. Ich glaube, wir haben ihm ein sehr gutes Angebot gemacht mit einer wöchentlichen Sendung, einer Late-Night-Show und natürlich Primetime-Sendungen. Ich habe auch gelesen in Ihren Zeitungen, Agenturen, dass er ein anderes Angebot hat von der ARD. Wir sind uns sehr sicher, dass wir das gute, das bessere Angebot gemacht haben, dass der ARD ist im Umfang wohl etwas üppiger ausgefallen. Aber das beunruhigt uns nicht, weil ich glaube, dass er am Ende weiß, dass er bei uns besonders gut aufgehoben ist. Die Sache mit Thomas Gottschalk, angenommen, er sagt, die ARD ist ein bisschen besser, aber ihr könnt ja noch was tun. Tun Sie dann mehr, beziehungsweise wer entscheidet das dann, Herr Schächter? Entscheiden Sie das oder Herr Bellot? Oder beiden entscheiden wir zusammen und ich habe die Unterschrift zu leisten bis zum 14. März. Wir haben ein Angebot gemacht. Dieses Angebot steht. Ich bin morgen in Mallorca dabei und werde mit ihm sprechen. Wir haben das sehr genau miteinander besprochen, in welcher Weise, und das wird die Grundlage des Gesprächs sein. Aber Sie sind durchaus bereit, nachzulegen? Nein. Nein. Entweder oder. Nein, das Nachlegen. Das sind keine Verhandlungen. Wir haben ein Angebot gemacht, das ein Format darstellt. Thomas weiß, dass das unser Angebot ist. Mhm. Können Sie das Format noch etwas präzisieren, Nein. Herr Schächter? Nein. Gut, dann frage ich nachher weiter.